gerade hier am Flughafen von Los Santos die Schicht als Flughafenpolizist gestartet, haben wir auch schon einen Einsatz bekommen. Und zwar verfolgen wir gerade einen Passagierbus, der hier einfach am Flughafen geklaut wurde. Ja, das ist natürlich jetzt ein heikler Einsatz. Wir wissen nicht, ob da vielleicht sich noch Personen drin befinden. Aber erstmal damit willkommen zu dieser weiteren Folge GTA 5 LSPDFR. Da vorne haben wir schon Sichtkontakt auf den Bus. Ja, wir sehen ihn. Der wurde auf jeden Fall hier vom Flughafengelände geklaut. Wir müssen mal gucken, ob der Fahrer sich mehr oder weniger kooperativ verhält. Mal sehen, wir holen auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Verstärkung dazu. Unter anderem auch SWAT. Denn Leute, ihr wisst es, wer einen Bus klaut, der muss gefährlich sein. So, okay, der Herr, einmal bitte anhalten. Meine Kollegen blocken den schon ganz gut. Ich denke, das kriegen wir hin. So, der Herr, steigen Sie mal bitte aus. Da sind glücklicherweise keine Passagiere drin. Also den haben wir schnell hier beseitigt bekommen, den Herrn hier. Beziehungsweise vom Flucht. Nein, nicht auf mich fahren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mist, der ist aber ganz schön über meinen Kopf hier gefahren. Ich dachte schon, wir hätten den jetzt von der Flucht hindern können, aber er fährt weiter weg, okay. Boah. Was fahren hier die Bürger so komisch heute? Aber auf jeden Fall, der hat mich hier schon hart jetzt verletzt, würde ich sagen, am Kopf einfach über mich drüber gefahren. Also der Herr ist gewalttätig, ja. Wir brauchen da auf jeden Fall ein paar mehr Einheiten hier. Der Herr ist äußerst gewalttätig. Ich weiß auch nicht, was der mit dem Bus vorhat. Ich meine, Leute, was würdet ihr machen, wenn ihr euch einen Bus klaut? Ich würde den garantiert nicht so kaputt fahren, wie der das hier macht, aber der Herr, hier ist dann Endstation für Sie. Sie haben keinen Führerschein für dieses Fahrzeug. Ey, anhalten. Okay, ich schieße jetzt auf die Reifen erstmal. So, ich glaube, er kommt raus. Ja, er kommt raus. Auf den Boden mit Ihnen. Okay, SWAT ist neben mir auch schon da. SWAT ist auch schon da, auf dem Boden mit Ihnen. Auf dem Boden, Sie sind hiermit erstmal vorläufig festgenommen. Ja, das geht so nicht, dass Sie mich einfach hier überfahren. So, okay, Handschellen werden dem jetzt angelegt und dann ist er jetzt auch erstmal vorläufig verhaftet. Den Bus können wir jetzt leider nicht abschleppen lassen, oder? Ich probier's mal. Ich rufe einfach mal so einen Abschleppdienst hier an, aber ich glaube, das geht nicht, weil der Bus ist ein bisschen zu groß. Allerdings, der Herr, Sie kommen jetzt erstmal mit mir auf die Wache und dann sehen wir uns gleich wieder am Flughafen. Okay, anscheinend geht das doch mit dem Bus und... Ja. Ja. Leute, das passiert, wenn ein Bus abgeschleppt wird. Ich kann's nicht glauben. Okay, Leute, demnächst rufe ich niemanden mehr, der einen Bus abschleppt. Nach einem kleinen Aufenthalt im Krankenhaus, wo der Arzt mir den Bus aus dem Bauch operieren musste, sind wir jetzt auch hier wieder in der Flughafengegend auf Streife unterwegs, denn wie gesagt, heute spielen wir mal als Flughafenpolizist. Wir fahren jetzt hier so ein bisschen rum und halten mal Ausschau, dass hier nicht wieder irgendwelche Leute Scheiße bauen oder sowas. Während wir jetzt wieder hier auf den nächsten Einsatz warten bzw. ein bisschen auf Streife fahren, möchte ich euch nochmal eine kleine Frage stellen und da sind unsere Kollegen mit schwerster Bewaffnung. Oh Leute, der Flughafen hier ist sicher, wie man vorhin gesehen hat. Auf jeden Fall, Leute, würde mich mal wirklich interessieren, welche Spiele ihr noch so schaut auf YouTube oder welche Spiele ihr noch so zockt. Also schreibt mir mal gerne jetzt in die Kommentare, welche Spiele ihr gerne auf YouTube schaut und welche Spiele ihr gegebenenfalls auch mal so einfach immer eine Runde zockt, vielleicht auf dem Handy oder vielleicht auf dem Computer. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, welche Spiele ihr noch auf diesem Kanal sehen wollt, beziehungsweise halt welche Spiele ihr sonst noch gerne auf YouTube schaut. Oh nein, was haben wir da, Leute? Was haben wir da? So geht das natürlich nicht, der Herr. Einfach hier falsch zu parken. Achso, hier ist keiner drin. Okay, die Reifen sind aber auch kaputt. Ist ja irgendwie ein Überfall passiert oder sowas. Auf jeden Fall, Sie bekommen jetzt erstmal hier so ein Parkticket und dann rufen wir auch schon mal den Abschleppdienst hier. Das geht so nicht, ja? So, wir werden jetzt erstmal, ja, wir schreiben dem jetzt hier so einen kleinen Strafzettel und... Oh, da kommt auch der nächste Einsatz. Sexuelle Belästigung am Flughafen. Leute, wir müssen uns jetzt hier beeilen, dass wir alles auch hinbekommen. So, okay, das Fahrzeug wurde jetzt vom Abschleppwagen da hinten abgeschleppt und hat einen teuren Strafzettel bekommen. Aber wir müssen jetzt zum nächsten Einsatz. Und zwar, wie gesagt, wird momentan hier eine Frau sexuell belästigt. Das ist auch mitten im Flughafen drin. Also könnte das eine Mitarbeiterin oder so sein. Ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt einfach mal hier an. So, der Herr, bitte einmal hier durchlassen. Lassen Sie mich hier durch, ich hab... Okay, egal. Wenn die Leute mich hier nicht durchlassen, beschädige ich halt die Schranken. So läuft das hier bei der Polizei, ja? Okay, da gucken wir jetzt mal, wo hier der Einsatz ist. Ich habe jetzt extra mal die Sirenen ausgemacht, damit mich der Verbrecher jetzt auch nicht hört, beziehungsweise dieser Mann, der da die Frau belästigt. Aber anscheinend ist das hier links irgendwo. Also so mitten bei diesen ganzen Flughafengeräten. Und da sehen wir auch schon einen nackten Mann und eine Frau wegrennen. Boah, wie hatten die sich gekleidet? So, okay, egal. Der Herr, bitte stehen bleiben. Bleiben Sie da stehen. Okay, nicht! Okay, er will schießen. Bitte Waffe runter. Der Herr, okay, ich konnte ihn noch tasern. Wenn Sie jetzt schießen, nein. Mhm.
Also ich habe ihm eine Chance gegeben, Leute. Ich habe ihn getasert erstmal. Er hätte sich ja ergeben können. So, wir rufen erstmal einen Rettungswagen an. Der Herr, das geht so nicht. Ihre Waffe ist beschlagnahmt und sie sehen etwas komisch aus. Ich weiß nicht, was der hat. Aber der Krankenwagen ist jetzt erstmal angefordert. Da hoffen wir mal, dass die Kollegen, und da kommt auch die Frau schon wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Kollegen vom Rettungsdienst den Herrn hier wieder hinbekommen. Ansonsten müssen wir die Mordkommission rufen. Und sie verlassen jetzt bitte hier auch das Gelände. Hier gibt's nichts zu sehen. Nichts, hier gibt's nichts zu sehen. Hey, die Dame. Das ist sogar die Anruferin hier, die belästigt wurde. So. Ja, sie müssen sich jetzt nicht an der Leiche da oder an der verletzten Person irgendwie bereichern oder was sie da auch vorhaben. Einmal bitte den Ausweis, während der Rettungsdienst hier seine Arbeit leistet. Das ist Johnny Jett, heißt die, okay? Johnny Jett. So, die Dame. Johnny Jett, wir überprüfen Sie jetzt erstmal bei der Dienststelle, machen eine Personenüberprüfung, bei Ihnen ist alles okay. Gut, dann bitte ich Sie jetzt aber, das Gebiet hier zu verlassen, ja? Verlassen Sie das Gebiet und wir gucken jetzt mal, was die Rettungssanitäter hier hinbekommen. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob es dem Herrn bald wieder besser geht oder ob wir gut getroffen haben. Also in echt ist es ja so, bei der deutschen Polizei, die dürfen, wenn mal so ein Fall, sowas vorkommt, dürfen die so lange schießen, bis ersichtlich ist, dass der Täter außer Gefecht gesetzt ist, beziehungsweise die Waffe fallen gelassen hat, beziehungsweise halt, ne, nicht mehr, keine Gefahr mehr darstellt. Und Leute, ich weiß nicht, ob das so stimmt, wie ich das erzähle, ich hab's bei Aufstreife in Sat.1 gesehen. Richtig professionell. Auf jeden Fall, wir brauchen jetzt hier erstmal die Mordkommission, die rückt dann jetzt an. Und ansonsten setzen wir uns dann jetzt wieder in unser Fahrzeug. Die Mordkommission kommt da hinten auch schon. Und die Frau will das Gebiet hier nicht verlassen. Das heißt, Leute, ne, wenn sie das Gebiet hier nicht verlassen wollen, dann muss ich dafür sorgen, dass sie das Gebiet verlassen. So, okay. Ich lege da jetzt erstmal Handschellen an und dann wird die erstmal hier von dem Gelände verwiesen, beziehungsweise von uns eigenhändig mit zur Wache genommen. So, die Frau wird jetzt erstmal hier mit zur Wache genommen, weil sie sich den polizeilichen Anweisungen widersetzt hat, beziehungsweise nicht Folge geleistet hat. Ja, Leute, so läuft das mit Leuten, die nicht auf mich hören und ich würde sagen, wir warten dann jetzt auf den nächsten Einsatz. Okay, da ist der nächste Einsatz und zwar ist hier wohl ein Tier in einem Fahrzeug eingesperrt bei dieser Hitze hier auch noch. Ja, die Sonne scheint hier und wir müssen das Tier jetzt erstmal aus dem Fahrzeug befreien. Ja, da gucken wir mal, was wir da vorfinden können. So, den Einsatz habe ich auch relativ, also nicht ganz so oft gemacht, das heißt, so ganz genau, was da passiert, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber auf jeden Fall ist es jetzt kein dringender Einsatz. Wir gucken uns das auf jeden Fall jetzt mal hier an. So, da sehen wir jetzt schon ein Fahrzeug. Wir werden, bevor wir jetzt irgendwelche Maßnahmen treffen, uns das erstmal anschauen, weil ich will ja jetzt auch kein Fahrzeug einfach so beschädigen. So, da gucken wir mal. Ja gut, da sieht man schon, da ist ein Hund drin. Gut, einen Moment, die Zentrale fragt nach unserem Status. So, wie kann ich das denn beantworten? Status, okay. So. Ja, auf jeden Fall, das Fahrzeug müssen wir jetzt erstmal überprüfen. Wir machen da erstmal einen Playcheck, also eine Kennzeichenüberprüfung, Kennzeichenabfrage. Gucken da mal, wem das Fahrzeug gehört. Und warten dann jetzt erstmal hier auf die Antwort unserer Leitstelle. So. Der Besitzer ist der Herr Moriani. Das Fahrzeug, no registrations hat das Fahrzeug, okay. Und ja, ansonsten können wir jetzt erstmal den Hund hier befreien. So. Werden wir jetzt erstmal das Fahrzeug hier knacken, beziehungsweise die Tür, ohne Beschädigung zu hinterlassen. Das Tier ist jetzt erstmal frei. So, schön zumachen. Lebt das noch? Ne, das lebt nicht mehr, lol. Lol, okay, wir brauchen hier einen Arzt. Ey, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Arzt auch einem Tier helfen kann. Oh Mann, das wird spannend. Mal gucken, ob das wirklich klappt. So, hier kommt noch ein Herr auf das Fahrzeug zu. Ich weiß nicht, ob der hier was machen will. Ja, der will einsteigen. So, der Herr. Nee, nicht einsteigen. Nicht einsteigen. Aus. Raus da, raus da. Okay. Raus. Reagieren Sie sich ab. Raus, raus. Okay, okay. Okay. Er will hier auch nicht machen, was ich will. Er will auch gar nicht mit mir reden. So, okay. Die Sanitäter, mal gucken, was die jetzt machen. Erstmal gucken wir... Lol. Die kümmern sich wirklich um den Hund. Okay, mal gucken, ob die den irgendwie wieder retten können. So, durch die Karre werden wir den jetzt hier festnehmen. So, wir sehen schon den Innenraum. Also das ist realistisch, Leute. Das ist realistisch. So, einfach hier durch das Fahrzeug. So, das ist auch der Herr Moriani, wie ich sehe. Ja, das ist er auch. Guten Tag, der Herr. So, Sie wollten mir gerade Ihren Ausweis nicht geben. Ich hoffe, das machen Sie nicht so oft. Ja, Sie müssen mir auch Ihren Ausweis geben und mit mir reden. Ich werde Ihnen jetzt die Handschellen erstmal entfernen. Und was ist mit dem Hund los?
Der liegt immer noch da. Okay, die Sanitäter konnten dem anscheinend nicht helfen, aber ihr habt ja gesehen, die haben ihm da versucht zu helfen. So, wir rufen jetzt mal die Mordkommission. Also Leute, ich experimentiere gerade. Ja, ich experimentiere gerade, ob die Mordkommission bei dem Tier auch was machen kann. Also das nicht ernst nehmen, ne? So, erstmal bei dem Herrn hier. Sie rennen jetzt weg. Aber an Sie erstmal. So, jetzt will ich nochmal den Ausweis sehen, ob Sie auch wirklich der Fahrzeugbesitzer da hinten sind. Ja, sind Sie. So, Sie kriegen erstmal von mir den Strafzettel ausgestellt. Das geht so nicht, dass Sie Ihr Tier da einsperren und dann auch noch mit Ihrem Fahrzeug so komisch fahren. Sie werden auf jeden Fall jetzt 1200 Euro bezahlen müssen für den Rettungsdiensteinsatz als Strafe und für die Mordkommission da hinten, ja? Es ist irgendwie so richtig krass, dass es mit der Mordkommission und so funktioniert. Das hätte ich niemals gedacht. Und das Tier wird jetzt auch hier mitgenommen. Und anscheinend ist es gestorben. Wir sehen es da unten, ganz unten, wegen einem Fall von, also wegen einem hohen, er ist quasi runtergefallen. Fall von einem hohen Gebäude, beziehungsweise Fall von oben. Aber so hoch war das doch gar nicht hier. Na egal, wir gehen dann einfach zum nächsten Einsatz, beziehungsweise warten, bis die Leitstelle uns nochmal anfunkt. Wir haben jetzt noch einen Einsatz bekommen, allerdings ist der nicht ganz in der Flughafengegend, sondern der ist hier 2 Kilometer weg. Das Problem ist, die Kollegen dort vor Ort brauchen unsere Unterstützung, denn da sind momentan alle Polizisten noch in dem Einsatz und wir müssen da jetzt kurz mal helfen. Also auf jeden Fall geht es darum, dass sich momentan ein Einbruch stattfindet und die Verbrecher sind noch im Gebäude. Das heißt, wir müssen jetzt das Gebäude... Boah, Fahrskills. Wir müssen jetzt das... Nein, ich habe mich verfahren. Nee, doch nicht. Okay. Wir müssen jetzt das Gebäude stürmen und dann den Verbrecher festsetzen, beziehungsweise mal gucken, wie der reagiert, ob der bewaffnet ist. Wir fahren da jetzt einfach mal an, sind noch 1,6 Kilometer, also ich würde sagen, bis gleich. Das ist anscheinend hier irgendwo im Gangviertel, das heißt, es ist ein bisschen gefährlich, weil in diesem Viertel haben ja die meisten Leute irgendwie Waffen und sind ein bisschen aggressiver drauf als sonst. So, Sirenen sind aus. Hätte ich ein bisschen früher machen sollen, aber auf jeden Fall, die Leitstelle hat uns gerade mitgeteilt, wir müssen jetzt noch warten, bis Verstärkung eintrifft und hier ist die Anruferin. So, guten Tag. Was gibt's denn? So. Oh, danke, dass Sie da sind. Ja, kein Problem. Sie kam hier vor ein paar Minuten nach Hause und hat gesehen, ihre Tür war schon offen. Sie hat auch gesehen, an der Tür war ein bisschen Schaden, also Einbruchsspuren an der Tür entdeckt. Ja, sie weiß nicht, was genau passiert ist, aber dann hat sie gehört, dass da jemand noch in ihrem Gebäude rumschleicht, beziehungsweise rumgeht. Okay, ja, das ist gut, dass Sie uns da gerufen haben. Mhm. Ja, Sie leben auch alleine. Okay, die Frau lebt alleine, das heißt, da kann auch keine andere Person drin sein. Gut, vielen Dank, dass Sie uns gerufen haben. Ist auf jeden Fall die beste Entscheidung. Besser ein Anruf zu viel bei der Polizei als ein Anruf zu wenig. Und wir werden dann jetzt mal gucken, wer in diesem Haus hier herumlungert. So, Kollegen, kommt mit. Wir stürmen das Gebäude jetzt erstmal und gucken dann mal, was es hier zu erkunden gibt. So, Hand an die Waffe, Kollegen. Hand an die Waffe. Ihr macht's richtig. Ey, die macht's wirklich richtig. So, okay, Gebäude. Hier ist sicher. Wo ist denn der andere Kollege hin? Ich meine, wir waren doch zu zweit. Na egal. Oh, hier ist er. Hier ist er. Der Herr? Der Herr, bitte einmal ergeben. Okay. Auf dem Boden. Wir müssen dann noch... Gut, Kollegen, übernimmt ihr das. Ich suche das restliche Gebäude ab, denn wir wissen nicht, um wie viele Täter es sich hier handelt. Das heißt, es können auch noch ein paar mehr sein. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen kontrollieren, aber... Ne, hier ist nichts. Gut, ich glaube, das war auch schon das ganze Gebäude hier. So, dann ist der Typ jetzt erstmal in Handschellen angelegt, ist fixiert und damit ist die Gefahr hier beseitigt. Ich habe das ganze Gebäude hier kontrolliert. Hier ist nichts weiter, das heißt, wir können wieder rausgehen. So, draußen angekommen, der Herr, ich werde jetzt erstmal jemanden für Sie rufen, der Sie abtransportiert. Sie werden dann jetzt gleich von Kollegen weggebracht und liebe Anruferin, Sie können dann jetzt, ja, die bedankt sich gerade, ja, Sie können jetzt wieder in Ruhe in ihr Haus reingehen, aber anscheinend geht die jetzt irgendwo anders hin und telefoniert erstmal eine Runde. Auf jeden Fall, der Herr, für Sie fordere ich jetzt erstmal hier einen Transporter an. Oh, das war falsch, einen Transporter an. Und ansonsten begeben wir uns dann jetzt wieder in die Flughafengegend. Okay, ich höre hier Sirenen. Anscheinend verfolgen meine Kollegen gerade da hinten ein Fahrzeug. Ihr seht schon, ich habe mein Radar offen, falls wir irgendwas kontrollieren müssen. Aber momentan verfolgen unsere Kollegen hier ein Fahrzeug. Wir werden ihnen auf jeden Fall dabei helfen und Unterstützung geben. Meine Kollegen schießen auch gerade. Okay. Was ist hier los? Was ist hier los? Meine Kollegen haben schon Hand an der Waffe, wie man sieht. Oh, volle Stärke hier. Mein Kollege hat die Shotgun draußen. Okay, aber anscheinend... Ne, anscheinend hat sich die Situation... Oh. Das ist Polizeigewalt, Leute. Sowas ist Polizeigewalt. Mordkommission wird gerufen. Aber ansonsten ist das ja nicht unser Fall, sondern das ist der Fall unserer Kollegen, die auch schon wegfahren. Naja. Es kann ja nicht immer so gute Polizisten wie mich geben. Spaß. Oh nein, Terrorist Activity. Anscheinend gibt es hier einen Anschlag. Okay, Leute, in letzter Zeit passieren in jeder Folge mindestens ein Terroranschlag. Kann das sein? Am Flughafen gibt es einen Anschlag. Ich weiß aber nicht ganz genau, wo. Okay, einfach den Kollegen folgen. Da hinten
Irgendwo geht Beschuss raus, beziehungsweise man sieht schon, wir brauchen auf jeden Fall erstmal SWAT. SWAT, SWAT, SWAT. Und dann kümmern wir uns jetzt um die lieben Herren da hinten. So, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Ich weiß jetzt nicht, wo... Ah, da hinten ist einer, da hinten ist einer. Ja, der hat auch gerade geschossen. So, der ist erstmal hier erschossen worden von mir. Und da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, boah. Zum Glück hat er mich nicht getroffen. Zum Glück hat er mich nicht getroffen. Okay, da haben wir gut gehandelt. Die Gefahr ist ganz schnell beseitigt worden. Es brennt zwar ein bisschen, aber ich glaube, Zivilisten wurden jetzt doch... Okay, ein paar Zivilisten wurden verletzt, aber wir konnten eigentlich relativ schnell hier handeln und ja, einen schlimmeren Fall hier konnten wir erstmal, einen schlimmeren Terroranschlag konnten wir hier erstmal unterbinden. So, wir rufen dann jetzt nochmal die Mordkommission hier hin. Die Mordkommission kam heute aber auch schon so oft, also zu einem Tier, zu Personen. Die Mordkommission kann immer helfen, ja, egal ob es ein Tier oder ein Mensch ist. Und da kommt auch schon die Feuerwehr in dem schicken HLF. So, aber ich würde sagen, die Mordkommission kommt dann jetzt hier hin, kümmert sich um alle Opfer. Oh, das sind dieses Mal auch nicht wenige, aber es hätten mehr sein können. Also zum Glück haben wir das hier sehr schnell unter Kontrolle bekommen. So, die Feuerwehr kümmert sich um den Brand. Ansonsten kommt jetzt da hinten auch noch ein Rettungswagen, aber die Mordkommission war ein bisschen schneller. Naja, der Rettungswagen kümmert sich jetzt noch um alle Opfer, die potenziell noch hier gerettet werden könnten. Mal sehen. So, Rettungsdienst kommt. Und er kümmert sich um den hier. So. Die Mordkommission nimmt den doch jetzt nicht etwa weg, oder? Doch, guck mal. Oder? Nee, gut. Die Mordkommission, das ist aber gut, dass er den jetzt hier nicht direkt irgendwie abtransportiert. Die Mordkommission wartet jetzt hier schon mal ganz schön, ob der Sanitäter hier noch was machen kann. So, aber anscheinend kann der Sanitäter da nichts... Ja, gut. Gut, oder? Ey, nee, nicht, dass der jetzt wiederbelebt wird und dann trotzdem weggebracht wird. Nee, okay, der Sanitäter kann auch nichts für den tun. Na gut, dann haben wir hier leider zwei Opfer gehabt, beziehungsweise zwei Zivilisten. Ich weiß auch gar nicht, ob das Terroristen waren oder nicht. Also, nee, die Terroristen lagen ja hier, okay. Haben wir auf jeden Fall, ich schätze mal, das waren jetzt vier Opfer, zwei Terroristen und zwei Zivilisten oder sowas. Aber auf jeden Fall, Leute, würde ich dann sagen, ist diese Folge der Flughafenpolizei für heute zu Ende. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Spiele ihr auf diesem Kanal noch sehen wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.